So, liebe Leute, willkommen zurück. Wir haben schon Tag 11 und eine Stunde 20 Minuten bis zum nächsten Tag und es waren harte Stunden. Ich hatte ehrlich gesagt vor lauter Action gar keine Zeit aufzunehmen. Ich sag's euch, wir haben unsere ganze Nordarmee verloren. Auch hier im Süden wurden wir sehr dezimiert, da hat kaum was überlebt. Der Deutsche hat uns angegriffen mit zigtausend Flugzeugen hier und ist jetzt auch ein bisschen beschädigt inzwischen, Gott sei Dank. Und da waren auch Jäger und Bomber und strategische Flugzeuge und was weiß ich was alles. Jede Menge Panzer und mechanisierte Infanterie Level 2 und oh mein Gott. Also wir haben sehr, sehr viel Verluste gehabt. Wir können ja mal kurz in die Statistik schauen. Wir haben 48 Mann verloren inzwischen und 68 haben wir gekillt. Also von ihm selber haben wir kaum was zerstört, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben die 6 mechanisierte Infanterie Level 2 vernichten können. Mit Unterstützung von Rumänien, der irgendwann zurückgekommen ist, endlich mal so in letzter Sekunde. Ich glaube, der Deutsche, der wäre komplett durchgebrochen bei uns. Ich habe versucht, mich immer mehr im Hinterland zu sammeln. Der hat dann mit seinen Bombern, hat dann mir alles, was ich weggeschickt habe und retten wollte, immer wieder patrouillieren lassen drüber, hat mir alles vernichtet. Jede Menge Flugzeuge kaputt gewesen. Und ich habe dann die Level 1 Flugzeuge in Level 3 inzwischen sogar Level 4, glaube ich, ne? Ja, die sind Level 3, die werden auf Level 4 abgedatet. Also, das ist dann auf Level 4 dann erforscht worden. Ich hatte Gott sei Dank noch ein paar von diesen Booster-Karten, konnte ich ein bisschen, ich habe sogar nur 3 Stück, habe noch ein bisschen Moral-Booster-Karten, sonst habe ich gar nichts mehr. Ich habe alles verwendet, um hier zu überleben. Es war wirklich knapp. Also, wenn der Rumäne nicht zurückgekommen wäre, ich glaube, der wäre jetzt hier schon wahrscheinlich spätestens bei Moskau oder sowas, vielleicht sogar schon weiter. Jetzt haben wir ein bisschen Luft gekriegt dadurch, haben ein bisschen Gegenangriff gemacht zusammen mit dem Rumänen. Der Rumäne greift hier total an. Total wahllos, total planlos. Der fährt hier einfach durch Gebiete durch. Dann hat er in Italien auch angegriffen. Der Kollege aus der Türkei, der hat hier mit dem geschrieben. Und der hat den gesagt, wieso er so inaktiv ist die ganze Zeit. Und er hat gemeint, er wäre nur morgens und abends online. Ja, so. Ich meine, das ist für eine 10-fache Speedrunde natürlich mehr als suboptimal. Vor allem, wenn er nur so selten online ist, dann hätte er doch erstens mal schon längst Bescheid geben müssen. Und zweitens hätte er unbedingt, erstens mal sich absichern und so weiter. Ich meine, Jugoslawien hat ihm seine ganzen Gebiete, ihr seht hier diese ganzen Gebiete, die so grün sind, das habe ich ja alles zurückgerobert. Sogar Debrecen, aber das ist irgendwie komischerweise, hat dann doch der Rumäne gekriegt. Ist ja wurscht, darum geht es auch gar nicht. Ich muss ja das Gebiet jetzt nicht haben. Ich hätte hier, wenn er das behalten hätte, der Rumäne hätte es ja trotzdem gemacht. Ne? Es ging ja nur darum, dass er nicht alles verliert. Ich glaube, hätte er nichts mehr oder hätte ich da nicht eingegriffen, hätte er hier auch alles verloren. Wahrscheinlich auch seine Hauptstadt. Weil der Jugoslawier war ja immer mehr hier am Durchgreifen. Da war ja schon hier bei Debrecen und ich glaube sogar hier bei den Provinzen. Also er war kurz vor der Hauptstadt von Bukarest, von Rumänien, in Bukarest eben. Und da habe ich halt eben schnell reagiert und ihn versucht zu retten und das ist auch gut gegangen. Der Angriff gegen den Deutschen war auch super, ich war schon bei Berlin und dann habe ich gesehen, was der da alles stehen hat. Also erstmal die ganzen Flugzeuge, dann eben die mechanisierte Infanterie und ein Haufen Zeug und der hat mich dann hier komplett zurückgeschlagen, hat den ganzen Osten zurückgeholt, bis nach Warschau ist er gekommen. Und sogar hier kurz vor Wilna stand er, hat hier dem Panzerwagenregiment da hingestellt. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich den hier angreifen soll, weil die mechanisierte Infanterie, die hat 10,4 Attack und er hat hier, das ist ein Level 1 Panzerwagen, er hat 5,2 Def, deswegen wird sich das vielleicht lohnen. Ich glaube, ich mache das auch mal. Komm, Leute, 5 Minuten, dann sind wir da und dann können wir vielleicht mit den Flakflugzeugen da auch mal mit, ja, so viel haben wir gar nicht, aber einen haben wir immerhin. Der kann da auch ein bisschen Damage machen. Schauen wir mal und wenn der Deutsche da irgendwie Flugzeuge schickt. Ich habe immerhin 2 Jäger hier schon mal, die Level 4 sind. Die anderen werden abgegradet in 6 Minuten. Ihr seht hier noch ein Teil, was wir noch retten konnten. Der Panzerwagen hier schwer beschädigt, ein bisschen beschädigte Infanterie, aber sonst war alles down. Das alles, was wir jetzt hier noch haben, das ist alles neu gebaut. Hier kommt noch ein schwerer Panzer dazu. Da kommt noch eine Infanterie, die irgendwo ganz im Süden in Jugoslawien war, und zwar hier in der Provinz hier in Puka. Ja,
Und wir bauen auf und wir wollen hier zurückschlagen. Hier die Flugzeuge, die sind so verführerisch. Ich baue hier auch schon einen Flughafen. Hier habe ich auch einen gebaut, sodass ich hier tatsächlich durchkommen kann und eventuell hier die Flugzeuge von dem Rest auch noch wegsnacken kann. Wie ihr seht, greift er die ganze Zeit hier Budapest an mit seinem strategischen Flugzeug. Ist Gott sei Dank schon ordentlich beschädigt, aber es ist, kann man, gibt es eigentlich sowas wie, also helfen die Bunker, meine ich, das wollte ich wissen, ob die Bunker irgendwas helfen gegen Flugzeuge. Hier im Zentrum, aha. Okay, ab Bunker Nummer 3 werden die Einheiten getarnt, sehe ich gerade. Aber steht nichts gegen Flugzeuge da oder sowas. Also sowas wie eine Flak oder so ist es nicht. Es reduziert nur den Schaden. Alles klar. Naja, schauen wir mal. der Schlachtbomberstaffel, der ist immerhin Level 2. Bin mir nicht sicher, ob der viel Schaden machen wird. Das sehen wir in 50 Sekunden. Wir mal kurz in die Zeitung. Tag 11. Wir sind die fortschrittlichste Nation der Welt. Davor waren wir die führende Industrienation, auch nur knapp vor Türkei. Ja, und ich habe mit dem Türken beraten und der hat mir gesagt, wir sollten den Rumänen rausschmeißen und stattdessen hier USA aufnehmen. In der Zeitung hat aber tatsächlich irgendwas, eigentlich was anderes geschrieben. Ja, das Bündnis zwischen Amerika und Großbritannien wurde geschlossen. Er hat geschrieben, nein, das sind Fake News. Und er hat sich dann mit dem unterhalten und hat, der will sich uns anschließen und dafür will der Türke den Rumänen aus der Koalition kicken, weil er eben hier sinnlose Aktionen macht und kaum was macht. Und wir hätten dann wir würden ihm dann gemeinsame Karte mit ihm haben, damit wir doch kooperieren können und dass er auf Platz 2 landet am Ende der Runde. Weiß zwar nicht, wie das jetzt momentan aussieht. Wo ist denn Rumänien? Hier, er ist jetzt momentan auf Platz 5 insgesamt. Aber wenn er aus der Runde rausfliegen, also aus der Koalition momentan rausfliegen würde, würde er derzeit auf Platz 3 landen. Beziehungsweise da ja doch, auf Platz 2 würde er landen. Ja. Allerdings geht ja die Karte ja noch ein bisschen länger, ne? Das ist eine schwarze Sonne. Achso, das ist Deutschland und Großbritannien. Die würden wir ja wegkicken auch von Platz 2 und dann könnte er alleine Dritter werden. Vor Schweden sogar noch. Also ja, schauen wir mal, ob er sich darauf einlässt. Er greift hier auf jeden Fall immerhin diese Flugzeuge an. Die wollte ich eigentlich vernichten als Racheaktion gegen. Aber Hauptsache, die sind weg. Ich habe hier tatsächlich nur noch Jäger gebaut und nichts anderes, weil ich, ja, weil es erst. Oh, hier ist irgendwas fertig geworden. Wieder ein Jäger, sehr gut. Dann könntest ihr, kann ich den befördern? Ja, wir haben Gott sei Dank genug Ressourcen und dann sollen die, wohin sollen die kommen? Ja, sich vereinigen mit dem Rest, wenn die befördert sind. Ja, wie gesagt, hat mir das angeboten. Der Rumäne war scheinbar nicht so glücklich. Das Gespräch hat jetzt erst vor ein paar Sekündchen, paar Minütchen kurz vor der Aufnahme stattgefunden, scheinbar. Aber ganz ehrlich, der wird nachts nicht online sein, der wird morgen ganz Tag nicht online sein. Der wird alles verlieren und das macht er auch. Er greift hier wahllos irgendwelche Ziele an, wieso ihr Italien da angreift, vor allem mit einem Panzer hier und dann hier solche Moves hier macht, wie, boah, also wenn ich sowas sehe, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich meine, wenn er keine Zeit hat zum Spielen, dann muss er halt, soll er Provinz für Provinz vorrücken. Einmal die Stunde, wenn er reinschaut oder was auch immer. Aber nicht solche Aktionen hier, ja. Und hier, wieso er Italien angreift, obwohl wir einen Riesenkrieg gegen Deutschland haben, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Der Deutsche hat sich ein bisschen immerhin jetzt zurückgezogen, jetzt nachdem er ein bisschen was, nachdem er auch von dem ein bisschen, also der Rumäne hat sehr viel verloren, muss man dazu sagen. Können wir mal kurz mal die Zeitung schauen, ne? Rumänien. Ja, er hat gegen Österreich verliert da, weil er einfach da durchmarschiert. Gegen Italien hat er Gott sei Dank nichts verloren. Und hier hat er, ihr seht schon, verlor, 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 verlor. Ja, weil er einfach irgendwas wahllos durch die Gegend schickt. Dann seht ihr, sein Kampf gegen Deutschland schaut auch mehr als mager aus. Zum Glück konnte er überhaupt irgendwas ausrichten, sodass der Deutsche uns ein bisschen in Ruhe gelassen hat. Jetzt haben wir Zeit gehabt, ein bisschen aufzubauen. Und sobald wir ein bisschen gestärkt sind und hier noch mehr Jäger unterwegs sind, um uns beschützen zu können, wird ja, da werden wir zum Gegenangriff ausholen. Wir bauen jetzt auf, wie es zum geht nicht mehr. Und hier sind auch schon ein paar Jäger unterwegs. Und ja, ich hoffe, dass ich diese Provinz hier wenigstens zurückholen kann. Dann habe ich ein bisschen mehr Luft hier nach Wilna. Aber jetzt schauen wir mal, was hier so passiert. Also es wird wirklich spannend. Der Deutsche hat hier wirklich sehr, sehr gut gekämpft, muss ich sagen. Egal, was ich versucht habe, der hat wirklich super gekontert.
Hat auch mit vielen, mit Milizen hier rumgekämpft und ein paar Provinzen geholt. Danzig hat er auch zurückgeholt. Ich habe versucht, mich aufs Meer zu retten. Dann kamen da auf einmal zwei U-Boote, haben meinen People hier abgefangen. Dann habe ich hier die People entgegengeschickt hier. Also da sind ja zwei Zerstörer auch dabei. Also ich hätte die U-Boote sehen müssen. Habt ihr aber nicht gesehen. Auf einmal habe ich nur gesehen, dass ich hier einen Schaden gefressen habe. Also hat er die U-Boote wahrscheinlich reingejagt oder irgendwas anderes. Weiß ich nicht. Hier ist eine mechanisierte Infanterie fertig. Ja, super. Ja, die sind auch schon. Oh, der ist Level 1 sogar noch. Ja, den kann ich noch befördern. Genau. Und dann soll er auch mal hier zum Stack dazukommen. Ich überlege gerade, die Infanterie schicke ich mal nach Krakau, damit ich hier ein bisschen Sicht habe, ob hier irgendwas ankommt. Und dann kann ich notfalls da vielleicht verteidigen. Ich habe die alle abgezogen, weil hier die alle im Range von den Flugzeugen waren. Und Budapest habe ich auch nichts mehr gebaut und so weiter, weil eben aus demselben Grund, ne? Naja, auf jeden Fall war das sehr, sehr actionreich, hat mir sehr viel Nerven gekostet. Der Osmane oder der Türke hat hier eine riesen Flotte. Wirklich hammerkrass, ja. Er hat schon gesagt, ob er hier die Rumänen hier abschießen soll, aber ich habe gesagt, nee, lass ihm doch die Chance, er soll Nummer 2 werden. Und soll uns gemeinsame Karte mit uns machen und dann kann er Nummer 2 werden. Jetzt schauen wir mal, was aus den Plänen wird. Ich bin sehr gespannt. Genau, so. Okay, dann habe ich gerade, ich update euch mal ganz kurz, was hier so abgeht. Wirklich sehr, sehr anstrengend, aber auch sehr spannend. Ich habe selten oder noch nie bis jetzt in Call of War solche krasse Gefechte gehabt, wie gegen den Deutschen und auch. Dann ist mir auch. Ah, jetzt ist der Rumäne ausgetreten, wie ihr seht. Okay. Oder er wurde rausgeschmissen. Gucken wir mal in die Koalitionsbeschreibung, ob er freiwillig gegangen ist. Ereignisse hier. Er ist aus der Koalition rausgegangen. Okay, dann werde ich ihm mal gemeinsame Karte anbieten. Wir haben ja immer noch Wegerecht, aber. Ne? Oder gemeinsame Spionage von mir aus. Ach, doch, gemeinsame Spionage. Okay, cool. Schauen wir mal. Ob er es annimmt, dann müsste theoretisch eigentlich der Kollege hier bald beitreten. Schauen wir mal. Momentan, wie wird es denn momentan aussehen? Achso, das aktualisiert sich sowieso erst immer nach dem Tageswechsel. Sorry, ich habe gerade die richtigen Worte nicht gefunden. Hier ist übrigens der Panzerwagen jetzt dem gleich down. Gott sei Dank habe ich nur minimalen Schaden gefressen hier und das Flugzeug hier, der greift auch nochmal an. Ja, der ist Level 2 ist der, ne? Aber ist halt ein Einzelner. Ich müsste auf jeden Fall noch ein paar nachbauen von diesen Schlachtflugzeugen. Aber erstmal war für mich die Jäger am wichtigsten. Ach, wir haben die Provinz Eruba, sehr schön. Und hier ist gleich nochmal eine mechanisierte Infanterie fertig geworden. Sogar schon Level 2. Sehr gut. Ich habe teilweise ich habe die letzten Stunden, den ganzen Tag eigentlich überall die Industrie noch ausgebaut, soweit ich konnte. Ich habe irgendwo sogar eine Stufe 5 Industrie inzwischen. Gibt eine Stufe 6, gibt es ja gar nicht mehr, ne? Das ist Stufe 5 ist das Maximum. Was bringt denn Stufe 5? Wie viel? 100% mehr Rohstoff und 100% mehr Geldeinnahmen, ne? Ist natürlich schon sehr cool. Ist der andere schon beigetreten? Noch nicht. Ach, der Rumäne hat aber immerhin angenommen, die gemeinsame Karte. Somit kann ich ihm weiter mit dem kooperieren. Was wollte ich sagen? Ach so, ja, die Industrie habe ich überall ausgebaut und auch teilweise hier die Wege, nee, hier ist es gar nicht, okay. Ich lüge, die Infrastruktur meine ich. Habe ich teilweise auf zwei oder sogar auf drei, je nachdem, welcher Provinz das ist. Wieso baue ich das hier eigentlich aus? Hier brauche ich es doch gar nicht. Ach man, ich bin auch ein Donk auf der Donk. Weil hier werden doch Flugzeuge produziert, also brauche ich keine Infrastruktur. Aber hier werden zum Beispiel Stufe 3 ausgebaut, damit die People hier noch schneller da sind. Ne? Jetzt braucht zum Beispiel dieser Panzer. Ach, jetzt kann ich da gar nicht zeigen. Aber ja, der wird halt viel weniger brauchen, bis er da ankommt. So. Aber apropos, was fertig geworden? Hier habe ich auch eine gebaut, damit hier die mechanisierten Infanterien, die da fertig werden, auch direkt so schnell wie möglich an der Front sind und uns so schnell wie möglich helfen können. Ne? Warum sage ich es, werden hier die ganzen Dinger fertig. Okay, dann würde ich mal sagen, beende ich mal die Folge und wenn irgendwas Cooles passiert, dann kommt demnächst noch eine Folge, ansonsten erst nach dem Tageswechsel. Ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann, ciao.